Jeder kennt sie, die kleinen bunten Lego-Steinchen. Für klein, aber auch groß bieten sie unendlich viele Möglichkeiten, der Kreativität freien Lauf zu lassen. Aber nicht nur spielerisch, sondern auch pädagogisch sind sie von großer Bedeutung. So auch bei der World Robot Olympiad Austria, am Bildungscampus von B&R in Eggelsberg. 17 Teams aus ganz Österreich haben sich für diesen Wettbewerb qualifiziert. Das heurige Motto: Earth Allies. Wir beginnen mit einer ersten Bauphase, die dauert 2 Stunden. Da wird der Roboter mal zusammengebaut und programmiert. Es gibt dann am Morgen, eben bevor es losgeht, auch eine Überraschungsaufgabe. Das heißt, diese Aufgabe, die die Kids seit 15. Jänner kennen, wird dann nur ergänzt durch eine Überraschungsaufgabe. Und dann können sie eigentlich den ganzen Tag in 4 Bewertungsphasen den Roboter so feintunen und so programmieren, dass die 4-stufige Aufgabenstellung abgearbeitet werden kann. Teilnehmen konnten alle technisch interessierten Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 19 Jahren. In 3 Altersklassen, Junior, Elementary und Senior. Es stecken zig Stunden einmal darin, nur den Roboter zu entwerfen und zu bauen. Dann kommen noch weitere Stunden dazu, das Ganze zu testen und zu programmieren. Und dann kommt das ganze Troubleshooting, weil die Roboter natürlich nicht immer ganz exakt das Gleiche machen. Also es ist wirklich, wirklich viel Arbeit, mehr als wir gedacht haben. Ich dachte, es sind viel weniger da, weil, keine Ahnung, vor bei uns in der Schule war noch keiner, glaube ich, da. Und ich dachte, es sind übelst wenige. Aber jetzt, als ich da war, habe ich gesehen, es sind so viele Teams. Mir gefällt es sehr. Mitarbeiten wollten wir auf jeden Fall einmal, weil uns die Programmiererfahrung auch im Job hilfreich ist und außerdem ist es auch mit dem Zaunbauen das räumliche Verständnis ist auch der Firma sehr wichtig, dass man eine Art Weiterbildung kriegen und deswegen wollten wir da dann eigentlich auch mitmachen, weil es uns auch für einen zukünftigen Job sehr hilft. Die World Robot Olympiad Association hat sich zum Ziel gesetzt, junge Menschen auf der ganzen Welt an Themen rund um Automatisierung und Technik heranzuführen und sie zu motivieren, die Wissenschaftler und Erfinder von morgen zu werden. Wir haben natürlich in der Region aber überhaupt einen Fachkräftemangel in der Technologie, in der Technik, aber vor allem natürlich auch im Diversitätsbereich jungen Mädchen die Technik näher zu bringen, ist uns ein Anliegen, weil wir brauchen viel mehr Diversität auch in der Technologie. Und deswegen unterstützen wir das sehr gerne als B&R. Und diese beiden sind der Beweis dafür, dass Mädchen in der Technik nicht mehr wegzudenken sind. 2-mal haben sie es bereits ins Weltfinale geschafft. Es war einfach cool, weil da hat man einfach viele neue Sachen erlebt und es war einfach ein cooles Erlebnis. Man ist ganz schön stolz darauf, dass man es schafft und dass man da weiterkommt einfach. Die Messlatte bei diesem Wettbewerb liegt hoch, aber auch heuer stellten sie sich dieser Herausforderung. Weil einfach das Erlebnis, wenn man schon 2-mal in einem Weltfinale war, ist einfach voll cool und dass man die Leute kennenlernt und auch generell, weil es einfach Spaß macht, das Programmieren und das Bauen. Heuer hat es für die beiden nur für den ausgezeichneten 2. Platz gereicht. Zum Weltfinale der World Robot Olympiad im November fahren die Plasmabots der MS Riedau in der Kategorie Junior und die MMG der HTL Braunau in der Kategorie Senior. In Izmir in der Türkei kämpfen sie um den Weltmeistertitel.